Schau erstmal, dass du in einer sitzrechten Position sitzt, dass deine Wirbelsäule möglichst gerade ist, dass du die Sitzknöchern gut am Boden erden kannst und dass du dich wohlfühlst, dass du entspannt ist in die Beine. Du kannst dich gerne auf einen Block oder eine Kissen setzen, sodass du ein bisschen höher kommst, sodass die Knie und Beine bleibt entspannt. Und dann schließ deine Augen und atme ein paar Mal ein und aus. Und lass dich erstmal hier ankommen. Und um uns alle in Klang zusammenzukommen und uns mit dem Körper, mit dem Raum verbinden, kannst du entweder nur zuhören oder kannst du gerne deine Hände von der Brust bringen. Und dann atmen wir alle ein und singen zusammen ein Om. So, atme erstmal ein und aus und ein für den Om. Bleib noch einen Moment hier, du kannst die Hände loslassen und dann komm in deine Atmen. Atme in deine Zeit, aber versuch die Ein- und Ausatmung in den gleichen Gefühl und Länge zu machen. Also schau, vielleicht hast du eine Tendenz, mehr einzuatmen und weniger auszuatmen. Oder atmest du ganz wenig ein und ganz lang und viel aus. Schau, dass die ungefähr gleichmäßig werden. Wir werden heute ganz tief gehen in ein paar Muskelgruppen, um uns zu vorbereiten für den Yoga Nidra, die Endentspannung am Ende, wo ich auch etwas lesen werde für euch, sodass ihr den ganzen Körper spüren kannst und ganz tief in Entspannung kommen kannst. Atme nochmal ein und aus. Du kannst die Augen geschlossen halten. Und wenn du bereit bist, kannst du langsam dein Kinn zur Brust sinken lassen und dann die Augen langsam öffnen und komm hoch mit dem Kopf und lass dein Atmen weiter fließen. Und dann komm zum Sitzen auf die Ferse, also beug deine Knie und setz dein Po auf die Fersen und dann stell die Füße auf, sodass wir die Rückseite, den Fuß öffnen. Ich weiß, das kann ein bisschen schmerzhaft sein, wenn man das nicht gewöhnt ist und wenn du den ganzen Tag gesessen haben, vielleicht die Füße nicht so viel bewegen haben, aber such dir einen Punkt aus, vor dir, am Boden oder geradeaus, etwas, das sich nicht bewegt, da du deinen Fokus halten kannst, dein Dristi. Atme weiter. Atme ein und aus, in die Füße rein. Und wenn du denkst, dass du die Einzige das spürt, die Einzige, die so
viele Gefühle, Wahrnehmungen gerade in die Füße hast, dann denk nochmal. Atme weiter. Wir haben in die Füße ganz viele Nerven und auch Chakras. Also wenn wir regelmäßig auf die Füße aufpasst, dann bleiben den Rest des Körpers auch flexibel und offen. Wir bleiben noch 40 Sekunden hier, du hast es fast geschafft. Und dann kannst du die Füße lösen und setz dich ganz normal auf die Oberseite die Füße. Und dann streck die Füße aus und leg dich auf den Rücken, auf deine Matte hin. Und wenn jedes Mal, wenn wir eine Position gemacht haben, werden wir, um das auszugleichen, eine Entspannungsposition nehmen. Und wir bleiben hier für 2 Minuten. Mach dich ganz bequem und warm, setze gerne deine Decke über. Und versuch deine Augen geschlossen zu halten. Und wenn du das Gefühl hast, dass deine Gedanken sich ganz viel bewegt, kannst du immer wieder deinen Fokus zurück auf die Atmen bringen. Ein und aus. Shavasana kann manchmal die schwierigste Position sein, weil wir so gewöhnt ist, so viel zu tun und ganz selten nichts zu machen. Atme noch 2 Mal ein und aus. Die zweite Atemzug
Roll dich auf die Seite und komm zum Sitzen. Streck erstmal die beiden Beine aus. Und dann beug das rechte Bein und bring die rechte Ferse und Fußsohle an der Innenseite des linken Beins. Die linke Fuß zeigt nach vorne, also die Fußbacken ist nach oben, ganz ausgestreckt, aber die Zehen sind entspannt. Und dann von hier beug dich über dein linkes Knie. Du kannst gerne einen Kissen oder einen Bolster zwischen deinen Oberkörper und dein Bein legen, sodass du dich entspannt lassen kannst, loslassen kannst. Ja. Und dann atme weiter. Und wir bleiben hier für 5 Minuten. Spür rein in auch die kleineren Gefühle. Du kannst erstmal die größeren Gefühle, die größeren Anspannungen spüren. Langsam tiefer und tiefer reingehen. Und versuch hier Stille zu finden. Ganz still zu werden. Desto weniger wir uns bewegen, desto besser. Desto mehr können wir fokussieren aufs Loslassen. Die feinfühligen Gefühle. Du hast mehr als die Hälfte geschafft. Versuch mit jeder Einatmung vielleicht ein kleines bisschen länger zu werden. Und mit der Ausatmung ein bisschen tiefer reingehen.
Es ist okay, wenn ein Kopf einfach hängt. Das muss nicht unterstützt werden. Wir bleiben 40 Sekunden noch. Du hast es fast geschafft. Und atme nochmal ein und aus. Und dann komm ganz langsam und vorsichtig aus. Und jetzt kannst du dich entweder wieder auf den Rücken legen, wie vorher. Du kannst dich auch gerne auf den Magen legen, mit dem Kopf zur Seite. Oder kannst du ins Balasana kommen, mit den Fersen unter die Po und dein Oberkörper über die Knie gebeugt, mit dem Kopf am Boden. Und wenn du diese Position nimmst, dann leg die Hände hinter dir, sodass du ganz entspannt die Schultern nach unten lassen kannst. Und wenn du es brauchst, kannst du gerne was zwischen den Oberkörper und die Knie legen oder etwas unter den Kopf. Und dann atme nochmal ein und aus, ganz tief und langsam. Und dann mach dich auf den Weg zum Sitzen. Streck Beine beide aus, beide Beine aus vor dir erstmal. Und dann beug das linke Knie in ein halbes Baddha Konasana. Streck erstmal den Rücken und dann leg dich über das rechte Bein. Streck die Fußbacken aus, dass die Zehen nach vorne zeigt, aber die Zehen sind entspannt. Nutze die Props, die du brauchst, um hier entspannt nach vorne zu beugen zu können. Und wir werden auf diese Zeit auch 5 Minuten bleiben. Lass dich los.
Und wenn wir am Anfang in die Pose reinkommst, dann ist es gut, wenn es nicht so schmerzhaft ist, dass wir dann nicht die ganze Zeit in dieser Position bleiben kannst. Also besser, dass man so zu einer 6 ungefähr von 10, wenn 10 so schmerzhaft ist, dass du das gar nicht aushält, dann geh zu einer 6 ungefähr und dann kannst du lieber ein bisschen tiefer reingehen die letzte Minute. Wenn du merkst, dass du mehr Platz hast, mehr Platz geschafft hast. Mit der Adventszeit haben wir alle ganz viel zu tun. Dann ist es desto wichtiger, diese Momente zu nutzen, still zu werden, still zu sein, loslassen und zu wissen, dass alles ist okay. Nichts ist so wichtig zu tun vor Weihnachten, dass es vor unserer Gesundheit kommen kann. Gib dir die Zeit, vertraue, dass alles ist okay. Und du hast ungefähr 40 Sekunden noch. Wenn du das Gefühl hast, dass du ein bisschen tiefer reingehen kann, kannst du es jetzt gerne machen. Dann atme nochmal ein und aus und komm langsam wieder raus. Und jetzt kannst du dich wieder eine Position zum Entspannung aussuchen.
entweder auf den Rücken, auf den Bauch oder in Balasana, Position des Kindes. Und du hast 2 Minuten hier. Und dann atme nochmal ein und aus. Roll zur Seite. Und dann mach dich auf den Weg zum Sitzen. Und dann setz dich zurück auf den Po und leg dich hin. Und mach dich jetzt ganz bequem. Für Yoga Nidra. Gerne ist der Kopf ein bisschen höher als der Rest des Körpers. Du solltest während dieser Übung nicht gestört werden und es sollte dir angenehm warm sein. Die Beine liegen etwas auseinander. Deine Füße fallen locker nach außen. Die Arme befinden sich etwas abseits vom Körper. Deine Handflächen zeigen nach oben. Alternativ kannst du die Hände auf den Brust legen und dann schließ die Augen. Richte nochmal deine Lage aus, sodass du bequem und unbedrängt liegst. Sage dir innerlich, ich bin während der ganzen Übung wach und bewusst. Wiederhole das einige Male. Werde ruhig und friedlich. Stelle dich vor, dass sich mit dem Einatmen Ruhe im ganzen Körper ausbreitet. Mit dem Ausatmen sage dir loslassen. Achte jetzt auf Geräusche in deiner Umgebung, ohne dass du über diese Geräusche nachdenkst.
zuerst, achte auf Geräusche aus der fernen Umgebung. Jetzt auf Geräusche hier im Zimmer. Stelle dich geistig in den Raum vor, in dem du gerade liegst. Stelle dir die Decke vor, die Wände, die Türen, die Fenster und den Fußboden. Sehe dich selbst hier im Zimmer liegen. Visualisiere deinen eigenen liegenden Körper. Nehme du nun die Stellen wahr, an denen der Körper den Boden berührt. Wandere mit der Aufmerksamkeit zum Atem, ohne ihn zu verändern. Nehme den Atmen einfach nur wahr. In der Nase, im Brustraum, an der Bauchdecke. Jetzt kommt der Moment, in dem du einen Entschluss fassen kannst. Es sollte ein sehr einfacher Entschluss sein. Vielleicht kommt ganz von selbst ein Entschluss aus deinem Unbewussten hervor. Spreche den Entschluss dreimal innerlich von dich hin. Es wird durch deine weitere Übung tief im Unterbewussten verankert. Lasse nur die Wahrnehmung relativ rasch von einem Körperteil zum nächsten wandern. Benenne im Geiste das jeweilige Körperteil und spüre gleichzeitig hin. Bewege deine Wahrnehmung zur rechten Hand, zum rechten Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleine Finger, alle fünf Finger zusammen, Handrücken, Handfläche und die ganze rechte Hand, Handgelenk, Unterarm, Ellenbogen, Oberarm, Schulter, rechte Achselhöhe, rechte Teile, rechte Hüfte, rechte Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fußgelenk, rechte Ferse, Fußsohle, Fußrücken, großer Zeh, zweiter Zeh, dritter Zeh, vierter Zeh,
kleiner Zeh. Alle fünf Zehen zusammen. Der ganze rechte Fuß und die ganze rechte Körperseite. Die ganze rechte Körperseite. Trage nun die Wahrnehmung zur linken Hand, zur linken Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleine Finger und alle fünf Finger zusammen. Handrücken, Handfläche, die ganze linke Hand, Handgelenk, Unterarm, Ellenbogen, Oberarm, Schulter, die linke Achselhöhle, linke Taille, linke Hüfte, linker Oberschenkel, die Knie, linker Unterschenkel, Fußgelenk, linke Ferse, Fußsohle, Fußrücken, große Zeh, zweiter Zeh, dritter Zeh, vierter Zeh, kleiner Zeh, alle fünf Zehen zusammen und der ganze linke Fuß, die ganze linke Körperseite. Die ganze linke Körperseite. Geh nun zur Rückseite des Körpers, zur rechten Gesäßhälfte. Zur linken Gesäßhälfte. Das ganze Gesäß. Der untere Rücken, der mittlere Rücken, der obere Rücken, die Wirbelsäule, das rechte Schulterblatt, das linke Schulterblatt, der ganze Rücken, der ganze Rücken, der Nacken, der Hinterkopf, der Scheitelpunkt des Kopfes. Die ganze Rückseite des Körpers. Die ganze Rückseite des Körpers. Wandere weiter zur Stirn. Zur rechten Augenbraue. Zur linken Augenbraue.
zum Punkt zwischen der Augenbrauen. Rechtes Auge. Linkes Auge. Rechte Wange. Rechtes Ohr. Linke Wange. Und linkes Ohr. Rechtes Nasenloch. Linkes Nasenloch. Die Nasenspitze. Die ganze Nase. Die ganze Nase und Innenseite des Ohrs. Oberlippe. Unterlippe. Zähne. Zunge. Mundinnenraum. Kinn. Hals, rechte Brust, linke Brust, Bauch, Unterlieb, die ganze Vorderseite des Körpers. Die ganze Vorderseite des Körpers. Nehme nun die großen Körperteile wahr. Rechter Arm. Linker Arm. Beide Arme zusammen. Rechtes Bein, linkes Bein und beide Beine zusammen. Das Gesäß, der Rumpf, der ganze Kopf. Und der ganze Körper. Der ganze Körper. Nehme den Raum wahr, der vom Körper ausgefüllt wird. Nehme nun wieder den Körper wahr. Und nun wieder den Raum, den der Körper ausfüllt. Nehme wahr, wo der Körper die Unterlage berührt. Den Hinterkopf zur Verbindung zur Unterlage. Schulterblätter in Verbindung zur Unterlage. Die Ellbogen und die Unterlage. Die Handrücken und die Unterlage. Das Gesäß und die Unterlage. Die Waden und die Unterlage. Die Fersen und die Unterlage. Nehme gleichzeitig alle Punkte wahr,
an denen der Körper den Fußboden berührt. Wandere mit der Aufmerksamkeit zu den Augenlidern. Fühle die schmale Linie zwischen den oberen und den unteren Lid. Nehme wahr, wie sich beide berühren. Gehe nun weiter zu den Lippen. Spüre den Zwischenraum zwischen den Lippen. Und nehme wieder den Atem wahr. Fühle, wie der Atem in die Nase einfließt, wie sich die Bauchdecke hebt und wie der Atem wieder herausfließt. Wie sich die Bauchdecke dabei senkt. Ändere nichts am Atem. Lasse ihn einfach geschehen. Stelle sicher, dass du wach bist. Sage dir innerlich, ich bin ganz wach. Gehe wieder zur Bauchnabel und fühle hier den Atem. Und nun beginne die Atemzüge rückwärts zu zählen. Zähle von 27 bis 0. Ein kompletter Atemzug zählt ein, also 27, der Nabel hebt sich, 27, der Nabel senkt sich, 26, der Nabel hebt sich, 26, der Nabel senkt sich. Zähle jetzt bitte von selbst weiter. Falls du einen Fehler machst, fange einfach bei 27 wieder an.
spüre die Schwere im ganzen Körper. Schwer, schwer. Erwecke in alle Teilen deines Körpers ein Gefühl von Leichtigkeit, von Schwerlosigkeit. Dein Körper ist ganz leicht, er scheint über dem Boden zu schweben. Leicht, leicht. Erwecke das Gefühl von Schwere im Körper. Der Körper ist so schwer, dass er immer tiefer in die Unterlage sinkt. Spüre die Schwere im ganzen Körper. Schwer, schwer. Erwecke in alle Teilen deines Körpers ein Gefühl von Leichtigkeit, von Schwerlosigkeit. Dein Körper ist ganz leicht. Er scheint über dem Boden zu schweben. Leicht, leicht. Erwecke ein Gefühl von Kälte im Körper. Stelle dir vor, du liegst nackt im Schnee. Dein ganzer Körper ist eiskalt. Kalt, kalt. Erwecke ein Gefühl von Hitze im Körper. Stelle dir vor, du befindest dich in der Sauna oder in die Wüste. Dein ganzer Körper ist feurig heiß, heiß, heiß. Erwecke ein Gefühl von Kälte im Körper. Stelle dich vor, du liegst nackt im Schnee. Dein Körper ist eiskalt. Kalt, kalt. Erwecke ein Gefühl von Hitze im Körper. Stelle dich vor, du befindest dich in der Sauna oder in die Wüste. Dein ganzer Körper ist feurig heiß, heiß, heiß. Zieh nun deinen Sinne zurück und konzentriere dich auf den Raum, den du hinter deinen geschlossenen Augen sehen kannst. Dieser Raum wurde Shidakash genannt. Nimm diesen Raum immer deutlich wahr. Ein unendlich großer Raum, unendlich weit, unendlich tief, unendlich breit. Schaue genau hin, aber lasse dich nicht ablenken. Schaue so hin, als wenn du dir einen Film ansiehst. Bleibe achtsam und fahre fort. Stelle dir nun in diesen Raum eine See vor, der in den Bergen liegt. Der See ist von hohen Fichten umsäumt. Die Sonne scheint und es ist angenehm warm. Am Rande des Sees findet sich eine weite Grasfläche. Auf diese Grasfläche gehst du spazieren. Spüre das weiche, moosige Gras unter deinen nackten Füßen. Höre das Zwitschern der Vögel. Sieh die Blumen am Rande des Sees.
Rieche den lieblichen Duft dieser Blumen. Mit dem nächsten Atemzug ziehst du diesen lieblichen Duft in dich hinein. Der Blumenduft breitet sich in deinen ganzen Körper aus. Schau nun über den See. Der See ist spiegelglatt. Kein Windhauch bewegt die Oberfläche. Genieße die Betrachtung dieses Sees. Komme nun zurück zu Shirakash, den dunklen Raum, den du mit geschlossenen Augen siehst. Bleibe noch einen Moment in diesem Raum. Ruhe dich in diesem Raum aus. Betrachte alle Farben und Muster, die auftreten. Erinnere dich jetzt wieder deines Entschlusses vom Anfang. Wiederhole diesen Entschluss noch dreimal in tiefer Überzeugung. Du pflanzt deinen Entschluss damit in ein wohl vorbereitetes Feld. Komm langsam wieder in deinen Körper zurück. Vertiefe deinen Atem. Mit jedem Atemzug kommt noch mehr Frische in deinen Körper. Reiche und streche deine Glieder. Genieße noch einen Moment das angenehme Gefühl der Ruhe. Und freue dich auf den weiteren Tag. Streck die Arme über den Kopf. Und wenn du bereit bist, drehe dich auf eine Seite. Und erinnere dich nochmal an deinen Entschluss von Anfang. Und dann setz dich ganz langsam auf. Du kannst gerne die Augen noch geschlossen halten. Und spür einfach hinein, wie geht es dir gerade? Gib dir selber noch einen Moment, dieses Erlebnis zu verarbeiten. Und du kannst gerne, nach wenn wir die Klasse zu Ende bringt, kannst du auch gerne ein bisschen sitzen bleiben, wenn du das Gefühl hast, dass du es brauchst. Und wenn du bereit bist, wenn du willst, kannst du die Hände von der Brust bringen. Und dann enden wir die Klasse gemeinsam mit einem Om. Atme ein und aus. Und ein für den Om. Ein besonderes Erlebnis gehabt oder das teilen will, kannst du es gerne mir schreiben oder Ende die Klasse vorbeikommen. Wenn du Fragen hast, bin ich auch hier für dich. Danke.